Der Tag der Insekten ist eigentlich nicht mehr aus Deutschland wegzudenken und der Schweiz natürlich auch. Also das ist wirklich ganz bedeutend, weil sowas gibt es nicht, ein solches Format. Und deswegen, wenn es aufhören würde mit dem Tag der Insekten, dann wäre es ein großer Verlust. Ja, absolut innovativ, absolut notwendig, dass ein Unternehmer solche Sachen denkt. Wenn wir das als Naturschützer, als Bundesministerium machen, das ist unsere Aufgabe. Bei ihm erwartet man das nicht, auch mit der Firma, also Insektenvernichtung zu machen und Insektenschutz zu propagieren. Das bleibt im Kopf hängen, das bewegt Menschen. Also wer nach Bayern geguckt hat, das Volksbegehren rettet die Biene, 1 Million Menschen sind da in die Rathäuser gestürmt, das wäre noch mehr gewesen, das war aber schon genug. Also die Menschen sind eigentlich sind informiert. Sie sind auch in Hab 8. Sie erwarten von der Politik, dass auch gehandelt wird. Also ich glaube, es ist nicht mehr ein Erkenntnisproblem bei den Menschen, sondern es geht darum, dass die Politik wirklich handelt und dass man den Insektenschutz umsetzt. Das ist das eigentliche Problem. Und das verschwindet dann eben auch hinter anderen Dingen immer wieder, wie natürlich der Ukraine-Krieg jetzt, der klar alles überlagert. Aber das Grundthema bleibt und die Menschen wissen, dass das Thema Insektenschutz essentiell ist für sie selber, aber auch für die Zukunft dieser Welt. Das ist doch ganz klar, es gibt auch Verlierer. Ne? Also wenn man umstellen muss, wenn man weniger Pestizide ausbringt, das will die Weltgemeinschaft, hat sie beschlossen in Montreal, das will die EU. Da ist Deutschland auch einer der Treiber gewesen für diese Beschlüsse. Das wollen wir auch, das steht im Koalitionsvertrag drin. Aber es gibt natürlich Verlierer, das sind diejenigen, die die Mittel verkaufen. Das sind diejenigen, die sie vielleicht gerne einsetzen wollen. Und diese Hindernisse muss man noch und Widerstände ausräumen. Da ist es, macht sich die Politik nicht immer ganz einfach. Eine Demokratie ist auch immer ein Aushandlungsprozess. Aber er darf natürlich nicht zulasten der Ziele sein, die man sich gesetzt hat. Aber es dauert manchmal ein bisschen länger in der Demokratie.